Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitonen, liebe Kommilitonen, liebe Gäste. Ich darf Sie heute ganz herzlich zu unserem zweiten Akademiegespräch hier im Technischen Zentrum der Fakultät für Architektur begrüßen. Mein Name ist Magdalena Bader, ich studiere Brauwesen und Getränketechnologie in Weihenstephan. Ich bin Teil des Thomjunger Akademie-Teams Clarify. Wir beschäftigen uns mit Technologieakzeptanz bei Senioren. Mohammed und ich werden uns im Verlauf der nächsten Stunde mit unseren beiden Gästen über das Thema Forschung, Talente und Moneten unterhalten. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Mohammed Scheuer. Ich bin auch Mitglied im Team Clarify der Jungen Akademie und ich freue mich, heute das Gespräch mit Ihnen führen zu können. Ja, am heutigen Akademiegespräch nehmen Frau Verena Ostgern, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, sowie Sprecherin für Hochschul- und Wissenschaftspolitik, und Herr Professor Gerhard Kramer, Vizepräsident für Forschung und Innovation an der TUM, teil. Erstmals vielen Dank, dass Sie heute teilnehmen. Wir hatten geplant, dass sich unsere Gäste am Anfang in einigen Worten kurz vorstellen könnten. Frau Ostgern, es wäre schön, wenn Sie beginnen könnten. Ja, herzlich gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass wir heute Gast sein dürfen bei der Junge Akademie. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Gespräch über vielfältige Themen. Ich selber bin in Nürnberg geboren und bin zur Wissenschaftspolitik erst spät gekommen. Ich habe Design studiert, damals auf der Fachhochschule in Nürnberg, in verschiedensten Kommunikationsberufen gearbeitet. Und wie es meistens so ist, bin ich übers Ehrenamt irgendwann in die Berufspolitik gekommen. Man macht einen Schritt nach dem anderen, stellt fest, es macht total Spaß. Und irgendwann, schwupps, ist man dann tatsächlich professionell in der Politik tätig und Wissenschaftspolitik war ein Thema, was mich von Anfang an, ich bin jetzt seit 7 Jahren im Landtag, sehr fasziniert hat. Es ist jetzt vielleicht nicht das Politikfeld, das hochkontrovers ist, wo oft die ganz großen Debatten geführt werden, aber immerhin, also locker 10% des Staatshaushaltes in Bayern werden für Hochschulen, für Forschung ausgegeben und das zeigt, das ist ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsfeld, also mit vielen Facetten und ich freue mich wahnsinnig, mit Ihnen heute darüber reden zu dürfen. Ja, vielen, vielen Dank. Herr Professor Kramer, bitteschön. Ja, ich darf mich auch zuerst bedanken bei Ihnen, bei der Jungen Akademie für die Organisation. Es freut mich auch hier zu sein und zu sprechen. Ich komme aus Kanada, bin dort auch geboren und aufgewachsen. Dort habe ich auch ein Bachelor- und Masterstudium gemacht und dann bin ich nach Europa, in die Schweiz, nach USA zum Arbeiten, zuerst an einer Firma in einem Forschungslabor. Also ich bin Elektrotechniker, dann in Los Angeles kurz für 1,5 Jahre als Professor of Electrical Engineering und jetzt seit 2010 in München an der Technischen Universität München. Ich bin auch seit jetzt 1,5 Jahren in meiner Rolle als geschäftsführender Vizepräsident für Forschung und Innovation tätig, wo ich auch ein bisschen mehr über Hochschulpolitik lernen darf und auch daran bin, mich auch etwas zu orientieren. Ich muss schon sagen, eine solche große Universität wie die TUM hat so viele Facetten. Es hat mich dann ein bisschen überrascht, wie lange es mich gedauert hat, bis ich alle Vorgänge, zumindest in meinem Bereich, einmal gesehen habe. Aber ich merke auch, dass ich dauernd neu dazu lerne. Und das hoffe ich auch heute Abend zu tun. Vielen Dank, Herr Professor Kramer. Ja, wir würden auch direkt in das erste Thema einsteigen. Mhm. Und zwar ist hier in Bayern eine Hochschulreform vorgesehen mit dem Hochschulinnovationsgesetz. Es ist aber vielen Leuten bislang nicht vollständig klar, was damit erreicht werden sollte, beziehungsweise was Vor- und Nachteile einer solchen Reform sind. Frau Ostgern, was ist das Ziel dieser Reform und was sollte damit vor allem erreicht werden? Zunächst mal, Hochschulen haben sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Es gibt viele Themen, die zur Zeit der letzten Hochschulgesetzesreform in Bayern vor mittlerweile also 16 Jahren noch nicht so drängend waren. Ich nenne jetzt mal Digitalisierung, ich nenne aber auch Themen wie Diversität, Themen wie geht man also mit Internationalisierung um und deswegen also ist es notwendig, das Hochschulgesetz an veränderte Voraussetzungen anzupassen und vor allem auch damit zu unterstützen, dass sich die Hochschulen und Universitäten Bayerns zukunftsfest aufstellen können. Der Weg, der eingeschlagen wurde jetzt also von der bayerischen Staatsregierung, also mit der sogenannten Hightech-Agenda, die ganz stark auf Technologien aufsetzt wie KI, Luft- und Raumfahrt, Wasserstoff, also ist insofern relativ spannend, weil da jetzt gerade doch ziemlich viele Gelder ausgeschüttet werden, 3,5 Milliarden in den nächsten Jahren, das ist schon eine ziemliche Hausnummer. Und
darüber wird stark diskutiert, also auch bei uns im Landtag und teilweise auch sehr kontrovers. Wir als Grüne sehen es durchaus kritisch, weil wir der Meinung sind, es sind sicherlich wichtige Zukunftsfelder, aber es gibt viele weitere in der bayerischen Wissenschaftslandschaft, die momentan da eben nicht entsprechend partizipieren. Und da ist für uns die Frage, ist das Gleichgewicht an der Stelle gewahrt? Und ähnlich sind die Diskussionen jetzt gerade zur Hochschulreform, bei dem es in Kürze einen Gesetzentwurf der Staatsregierung geben wird, der jetzt wahrscheinlich in den nächsten Tagen herauskommen wird. Auch wir Grüne haben dazu einen Gesetzentwurf und da merkt man, das geht in sehr unterschiedliche Richtungen aktuell. Was vorgestellt wurde zu dem Hochschulinnovationsgesetz im Herbst anhand eines Eckpunktepapiers, war schon, dass es also sehr stark darum ging, die Hochschulen also zu modernisieren im Sinn also von mehr Unternehmertum, also mehr Möglichkeiten, also Ausgründungen zu fördern, aber gleichzeitig auch also die Gremienstruktur, die bewährte, ein Stück weit also aufzugeben, die Hochschulen auch die Möglichkeit zu geben, sich in Körperschaften zu wandeln, was natürlich mehr Eigenständigkeit gibt, was aber auch also große Ängste geweckt hat, also in Teilen also der Wissenschaftscommunity, bei Studierenden, bei Professorinnen und Professoren, aber auch bei Verbänden und Gewerkschaften, weil also da schon berechtigte Ängste meines Erachtens da sind, also dass die demokratische Verfasstheit der Hochschulen ein Stück weit geschwächt wird, dass wir also da eine große Unwucht reinbringen, denn also unsere Hochschullandschaft ist sehr unterschiedlich aufgestellt. Es gibt kleinere, es gibt größere, es gibt Volluniversitäten. Die TUM hat hier bestimmt eine Sonderstellung, denn die TUM ist zum einen also technikstark, Exzellenzuniversität, drittmittelstark. Das heißt, für die TUM kann ich mir vorstellen, dass diese Hochschulreform sehr gut passt. Für eine Kunst- oder Musikhochschule oder vielleicht auch also eine kleinere Volluniversität wird es dann schon schwieriger. Und da ist zurzeit eben die Überlegung, also in welche Richtung geht's? Da ist viel im Fluss. Wir haben als Grüne jetzt einen eigenen Gesetzentwurf entwickelt, den wir auch am Montag vorstellen, auch zeitgleich. Und da im Landtag auch am 21. Mai eine Anhörung zu dem Thema mit beantragt, um nochmal zu diskutieren, in welche Richtung wird es gehen. Für uns ist natürlich auch Themen wichtig, wie kann man mehr Mitbestimmung einfordern, wie können wir Themen wie Diversität, Gleichstellung, Nachhaltigkeit, aber eben auch also Aufgaben der Hochschulen noch ein Stück weit anders definieren. Wir finden zum Beispiel, dass neben Forschung und Lehre wir auch über die dritte Mission, Wissenschaftskommunikation etc. sprechen müssen. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Ausgangs- und Diskussionslage gerade. Was uns aber, glaube ich, eint, also Regierung und Opposition, wir wollen die Hochschulen zukunftsfest aufstellen und da ist ein breiter Diskussionsprozess, glaube ich, sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Sie haben ja gerade schon die Hightech-Agenda angesprochen. Darauf wollen wir jetzt gleich als nächstes eingehen. Die Hightech-Agenda ist eine bayerische Technologieoffensive, die Spitzenforschung, Hochschule, aber auch Bereiche wie künstliche Intelligenz beispielsweise fördern will. So soll einfach langfristig gewährleistet werden, dass der Freistaat Bayern als Wissenschaftsstandort etabliert bleibt, auch auf internationaler Ebene. Herr Professor Kramer, wie bewerten Sie denn die Hightech-Agenda aus Sicht der TUM? Ich denke, für eine forschungsstarke Universität wie die TU München bringt es wirklich viele gute Möglichkeiten. Wie ja Frau Asgern erläutert hat, hat es verschiedene Teile von der Hightech-Agenda. Wir werden auch sicher zu hauptsächlich, denke ich, Forschung und auch die Hochschulreform weiter zu sprechen kommen. Ich denke, dass die Hauptsache, die es uns gibt, ist eine gewisse Freiheit der Gestaltung. Und das ist auch eigentlich, was wir wünschen. Und da habe ich eigentlich eine ähnliche Meinung. Ich denke, es muss nicht unbedingt eine One-Size-Fits-All, also es muss nicht unbedingt gleich aussehen an jeder Universität. Aber was wichtig ist, denke ich, für uns ist, dass wir gewisse Freiheiten auch nehmen können, um auch die Universität so zu gestalten, wie wir es gerne hätten. Das bezieht sich auch auf alle Ebenen der Universität, also Forschung. Thematisch wurden ja, wie Frau Asgern ja gesagt hatte, KI ist ein Fokus, Supertech, Quantentechnologien, weil ja auch sehr viele Investitionen jetzt fließen. Und auch Cleantech wurde ja auch
erwähnt und auch Luft- und Raumfahrt. Da wird sehr viel investiert, auch in Mobilität. Auch ist ja auch eine wichtige Säule für die mittelgroßen Firmen. Aber auch was die Lehre betrifft, zum Beispiel auch was Freiheiten bezüglich des Lehrdeputats angeht und auch Freiheiten, was wie wir auch unsere Entrepreneurship, also das Unternehmertum in diesem Sinne auch ausbauen. Freiheiten bringen natürlich immer Ängste, wenn sich etwas offen öffnet, weil es eine gewisse Unsicherheit gibt. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir auch die Kritiken aufnehmen, und die Sorgen, die an uns herangetragen werden, und auch die Menschen überzeugen, dass wir nicht etwas Negatives vorhaben, sondern dass wir auch etwas Gutes auch mit der Universität anfangen wollen. Für die Internationalisierung ist das sehr wichtig, die Hightech Agenda. Der Ruf des Standortes ist enorm wichtig, um die Qualität zu erhöhen, weil wir dadurch auch die besten Studentinnen, die besten Doktoranden, die besten Professoren der Welt nach München und auch in einem breiteren Sinn nach Bayern, nach Deutschland holen. Und also im Allgemeinen könnte für eine Universität nichts Besseres passieren als solch ein Fokus auf das Funding, das uns gegeben wird. Natürlich, mit Geld kommt sehr viel Verantwortung. Und dann muss man auch gute Ideen finden, wie man Programme aufbauen kann, so dass sie gerade diese positive Auswirkung hat. Und wir versuchen auch durch das, was wir neu probieren, auch andere zu beeinflussen. Natürlich mit Überzeugung, das ist wichtig, das ist mir wieder das Wort eine Freiheit der Gestaltung sehr wichtig. Und dadurch finde ich auch die Hochschulreform besonders eine gute Entwicklung für uns an der TU München. Danke, Professor Kramer. Genau, Sie hatten ja schon das Thema Internationalisierung angesprochen. Mhm. Daher wäre die nächste Frage, was eines der Ziele dieser Reform ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Bayerischen Hochschulen zu verbessern. Wie fließt diese internationale Ausrichtung, diese Internationalisierung in die zukünftige Hochschulpolitik ein? Wie wird sie dadurch ermöglicht? Die Frage wäre als Vorausgang. Ja, Internationalisierung ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Also Wissenschaft war und ist per se eigentlich immer schon international gewesen. Und wir hatten das im Vorgespräch schon mal kurz, also früher nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, eigentlich seit dem Bologna-Prozess, also dass es in Europa einen einheitlichen Hochschulraum gibt, dass es mit Erasmus-Programmen also Möglichkeiten gibt, während des Studiums woanders hinzugehen, mehr kennenzulernen. Also die Voraussetzungen sind grundsätzlich schon mal gut. Man muss aber trotzdem sagen, wir haben in Deutschland und auch in Bayern haben wir also insofern eine Schräglage, weil wesentlich mehr Studierende ins Ausland gehen als zu uns an deutsche und bayerische Universitäten. Da ist ungefähr das Verhältnis 1:2 und im Prinzip ist hier unsere Internationalisierungsquote eigentlich immer noch unter dem europäischen Durchschnitt. Da muss man auch hier die TUM ausnehmen, denn die TUM ist da auf einem ganz anderen Level unterwegs. Aber prinzipiell ist es einfach wichtig, also den Austausch zu fördern. Wir brauchen Studierende aus dem Ausland hier, die neue Impulse reinbringen. Wir brauchen auch Lehrende und Forschende, die hier zu uns kommen, um also das Niveau zu stärken und einfach auch am Puls der Zeit zu bleiben. Und das ist natürlich also eine große Herausforderung. Also da geht es zum einen darum, also wie schafft man das? Das ist jetzt zurzeit also auch eingeführt worden, ein SpitzenwissenschaftlerInnenprogramm, also das auch Anreize bieten soll, auch im Rahmen der Hightech-Agenda. Ich persönlich sehe es kritisch, weil ich denke, also das ist das eine. Das andere ist, dass wir in vielen Hochschulen Hemmnisse haben, die an ganz anderer Stelle bestehen, zum Beispiel miserable Bausubstanz, die halt auch Forscherinnen und Forscher abschreckt, wenn sie das mal ansehen. Noch eine unterentwickelte Willkommenskultur, wo man auch sagen muss, was gehört denn eigentlich alles dazu, um Lehren, Forschen, Studieren attraktiv zu machen, von Campus bis Ausbau der Sprachenzentren. Ich glaube, das sind alles so flankierende Themen.
wo man da in Angriff nehmen muss, um tatsächlich also den Standort attraktiv zu machen, bis hin zu Dual Career Services, um eben auch also Paaren das Kommen nach Bayern und bayerische Hochschulen attraktiv zu machen. Aber ich glaube, das Ziel ist schon, dass man da entsprechend unbedingt aufbauen muss. Und da sind also auch die Ansätze, die jetzt in der Diskussion sind, bestimmt gut. Und ein Thema, das uns auch gerade bewegt, ist das Thema Mehrsprachigkeit, wo man natürlich sagen muss, englischsprachige Studiengänge sind da sehr gut, aber umgekehrt eben auch, wie kann man hier den Spracherwerb auch der deutschen Sprache fördern, um zum Beispiel für ausländische Studierende die Möglichkeit, hier in den Beruf einzusteigen, zu stärken. Und das sind alles ganz spannende Themen. Ja, sehr wichtig. Ja, vielen Dank. Wir haben ja jetzt schon sehr, sehr viele positive Aspekte der Internationalisierung angesprochen, Kulturbereicherung, positive Impulse, wie Sie gerade gesagt haben. Aber auf der anderen Seite kann man ja durchaus auch sagen, dass wenn Promovierende, Studierende, Lehrende ins Land kommen, Wissen hier mitnehmen sozusagen und dann wieder in ihre Heimatländer gehen, könnte man ja durchaus auch von einer Art Wissensdiebstahl sprechen. Lohnt sich in dem Hinblick denn Internationalisierung überhaupt für deutsche Universitäten? Was meinen Sie dazu? Was haben wir denn davon? Ja, ich denke, wir haben enorm. Ich sehe es genau umgekehrt wie Sie. Also das Wort Diebstahl haben Sie natürlich jetzt absichtlich etwas provokativ ausgewählt. Aber ich sehe es natürlich genau umgekehrt, denn diese Menschen, wenn sie auch hoffentlich ihre positiven Erfahrungen, und das habe ich überhaupt kein Bedenken, also natürlich in den meisten Fällen, wieder hoffentlich bleiben viele von den Guten hier. Das hat ja schon auch einen Benefit, vor allem weil Deutschland ja auch solche Arbeitskräfte diese Vielfalt auch sehr gut tut, in meiner Ansicht nach. Aber wenn die Personen auch wieder nach Hause, zurück zu ihren Ländern gehen, das ist ein Riesenmehrwert, der sich über Jahrzehnte erstreckt. Vor allem, wenn es gute Personen sind, die dann selber in ihren eigenen Ländern gute Stellen aufnehmen, vielleicht auch in die Politik gehen, in ihren eigenen Ländern. Das baut dann die Beziehungen auf. Da kann ich auch ein bisschen erzählen, auch ich meine, Deutschland macht das ja seit dem Zweiten Weltkrieg schon längst, auch durch die Alexander von Humboldt Stiftung, wo auch das Kernprogramm das ist, dass Professoren in anderen Ländern nach Deutschland kommen für eine gewisse Zeit und dann wieder zurückkehren und dann dadurch Verbindungen aufbauen. Das ist jetzt auf der professoralen Ebene, aber wenn man sich das so denkt, auf der für Studentinnen oder auch für Doktoranden oder Postdocs. Diese Personen haben ein tolles Wissen und auch Ausblick auf wie Deutschland ist, vielleicht wie der Westen ist, wenn sie auch von anderen so aus Asien kommen und nehmen das zurück und bringen auch die positiven Aspekte hierher. Ich denke auch zum Beispiel nur an das Essen, also dass es auch vielfältiger geworden ist in den letzten, denke ich, gut, es wird schon so manche Jahre her sein, aber das ist schon mal etwas wirklich Schönes, was man daran hat. Aber ich sehe da überhaupt diese Frage der Internationalisierung in dem Sinn noch nicht so weit, dass man da überhaupt Sorgen haben müsste, sondern es ist eher etwas, was man weiter ausbauen kann. Sie haben erwähnt, dass es in Bayern allgemein ein negativer Fluss hat. Ich kenne diese Statistiken jetzt nicht so gut. Bei uns ist es tatsächlich anders. Und da wäre es auch interessant, was für eine Rolle auch, sagen wir mal, eine technische Universität spielen könnte. Hat es Beispiele, die man übertragen kann oder nicht? Ich bin überzeugt, das ist nicht so einfach zu beantworten, aber es ist eine interessante Problemstellung, denke ich. Vielleicht hat es aber auch da Mechanismen, wie man gute Personen mehr in einen Raum ziehen kann und nicht nur unbedingt an eine, natürlich, wir wollen die Besten an der Technischen Universität München haben, das ist natürlich klar. Aber ich glaube, da haben wir auch kein Problem als große, sagen wir, Ingenieurschule und auch mit dem Fokus, das wir hier haben, das hat es nicht so viel in Bayern, solch eine Art von Hochschule.
Es ist spannend, weil also an der Stelle ist es natürlich zum einen das Umfeld, die Strahlkraft, wo natürlich auch als Exzellenzuni besteht und auch die Frage, welche Rollen schreiben sich selber Hochschulen zu, zum Beispiel Hochschulen eher wollen sie Talente in der Region ausbilden und halten, aber ich glaube, über lange Sicht muss man sich da schon mal überlegen, was sind da tatsächlich Aspekte, wie kann man tatsächlich da anziehen, was kann man da vielleicht auch von der TUM oder von der LMU lernen? Richtig, ja. Gut, Herr Professor Kramer, Sie sind ja in Kanada aufgewachsen und Sie haben auch an der USC in Kalifornien für längere Zeit geforscht und gelehrt. Da wäre die nächste Frage, wo Bayern denn im internationalen Vergleich steht. Also was könnte man von anderen Ländern wie Amerika lernen und wo sind wir halt besser aufgestellt? Well, ich muss zuerst ein bisschen korrigieren, ich war nicht sehr lange bei USC, ich war über etwa anderthalb Jahre da, das hatte sehr besondere Gründe gehabt. Auf der anderen Seite war ich in einem Forschungslabor in New Jersey, das sehr universitär in ihrer Art war und auch sehr anerkannt. Dadurch kenne ich auch das akademische Umfeld, zumindest damals in den USA, jetzt mit der Zeit natürlich ein bisschen weniger. Vielleicht zuerst mal, was ich positiv in Deutschland empfinde. Für eine technische Universität ist das besonders positiv und vielleicht wird das auch ein Thema hier werden, ist dieser Kontakt zur Industrie. Das hat man hier in meiner Ansicht nach bei technischen Universitäten in Deutschland ist viel stärker ausgeprägt als in den USA. Da hat es etwas mehr Distanz. Ich denke, da ist der Fokus auch ein bisschen mehr auf das Akademische. In deutschen technischen Unis ist der Fokus immer etwas mehr auf das Praktische gewesen, die Anwendungen und vor allem für eine technische Universität. Und ich denke, das tut uns jetzt und wird uns auch in der Zukunft weiterhin gut tun. Ich gebe ein Beispiel. In den neueren Rankings sind welche gerade rausgekommen von Times Higher Education, da war die TUM Nummer 1 weltweit zusammen mit verschiedenen anderen Universitäten. Ich glaube, 4 oder 5 waren gleich gerankt. Und das ist eine neue Ranking, welches der UN Sustainable Development Goals nachgeht. Also sie haben so diese Kategorien und eins ist eben Industrie und Innovation. Das ist schon eine, denke ich, sehr positives Zeichen für die Zukunft. Ja, also das ist ein Ort, wo wir wirklich gut aufgestellt sind, denke ich. Also und TUM, vor allem die Technische Universität München, wird auch weltweit als sehr stark angesehen von Personen in der Industrie. Da, wo wir schwächer sind, wenn ich um das andere komme, ist, wenn wir die klassischen Rankings ansehen, Rankings wird sicher auch noch ein Thema sein, wenn wir die klassischen Rankings ansehen, da ist sind alle deutschen Universitäten nicht besonders gut aufgestellt. Ich glaube, TUM und LMU sind um die 50, ja, weltweit, was ich glaube ich gar nicht dem entspricht, von was für einem Niveau von Personen und Forschern an diesen Universitäten ist. Aber das hat auch wieder bestimmte Gründe. Deutschland hat ein sehr spezielles Wissenschaftssystem, wo der Bund die außeruniversitären Gruppen, so wie eine Max-Planck-Gesellschaft oder Fraunhofer-Gesellschaft oder Helmholtz-Gemeinschaft, separat unterstützt und das sind tolle Forscher, die aber leider nicht sehr eng mit Studenten zu tun haben und dadurch geht auch viel verloren, leider, muss man sagen. Und dann hat es die Universitäten, welche einen sehr starken Fokus auf Lehre haben, was auch ihre Stärke ist, aber dieses Geteilte führt auch dazu, dass diese Rankings automatisch nicht auf der Ebene sind, wo eigentlich der Wissenschaftsstandort Deutschland, denke ich, eigentlich ist. Jetzt kann man darüber reden, okay, wie wichtig sind diese Rankings. Aber in USA würde ich sagen, ist ein bisschen mehr ein Fokus auf sagen wir mal, in Elektrotechnik, in meinem Bereich mehr auf so klassische Forschung, vielleicht tiefer bohren. Hier ist es eher auf breiter, was in der Vergangenheit vielleicht ein Nachteil war, aber ich denke, wenn jetzt vor allem dieser sehr starkes Interesse an eben Klimawandel, Nachhaltigkeit, all diese neuen Themen, wo man wirklich etwas anwenden muss, da haben Universitäten wie in Deutschland und vor allem, denke ich, TU München eine Riesenchance, auch wirklich gut weltweit dazustehen.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass Sie schon die Rankings angesprochen haben. Darauf wollen wir tatsächlich als nächstes eingehen. Aha. ja, Rankings sind ja eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um auch weltweit Attraktivität, Ansehen zu erlangen. Wir fragen uns nun aber, wie Sie denn überhaupt die Aussagekraft solcher Rankings einschätzen. Was meinen Sie? Ja, das ist ein komplexes Thema und Herr Professor Kramer hat mir gerade schon das Thema mit den Innovationsrankings sozusagen vorweggenommen, wo man sagen muss, das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, also dass da Dinge auch sehr unterschiedlich gewichtet werden. Da hat die TUM super abgeschnitten, auch die Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen im Übrigen. Dann haben wir aber andere Rankings wie das Shanghai-Ranking und etc., wo eben also deutsche-bayerische Universitäten halt ab Platz 30 beziehungsweise erst 50 ein steigen, wo man sagen muss, so schlecht ist es auch nicht. Die Frage ist natürlich, warum ist man nicht unter der Spitzengruppe? Und also da wird es dann natürlich komplex. Also ich denke schon, dass also gerade angloamerikanische Universitäten erstens anders aufgestellt sind, haben eine andere Tradition, haben vielleicht auch andere Schwerpunkte, sind aber auf diese Rankings sicherlich auch mehr angewiesen, weil das auch also harte Währung ist, wenn es darum geht, Mittel einzuwerben, beziehungsweise auch Studierende zu gewinnen, die, und wir waren mit unserem Ausschuss also mehrfach in den USA, dann locker mal 60.000, 65.000 Dollar hinblättern an Studiengebühren. Und da ist es, glaube ich, auch was, was sehr wichtig ist, um sozusagen als Marketinginstrument zu dienen. Müssen wir das in Deutschland, in Bayern, also irgendwo, um mithalten zu können, kann man sich dem Ganzen nicht entziehen, zu sagen, was immer wieder diskutiert wird, aus dem Ranking auszusteigen, ist wahrscheinlich kein Weg, aber man muss es halt politisch bewerten, was heißt das eigentlich? Und da gibt es natürlich auch Probleme, dass bei den klassischen Rankings zum Beispiel Nobelpreise bis 1911 gezählt werden, was zum Beispiel für neuere Universitäten wie Bayreuth etc. schon mal heißt, also da spielen die schon mal gleich gar nicht mit in solchen Kategorien. Also man muss die Aussagekraft halt einfach hinterfragen und vor allem finde ich jetzt auch nicht politisch unser System danach bewerten, ob wir in den Rankings ganz vorne abschneiden, sondern auch schauen, was gibt es da für Faktoren, wo man es positiv beeinflussen kann. Exzellenzstrategie ist da sicherlich auch wichtig, um Strahlkraft zu entwickeln, was natürlich hier ein Vorteil ist, was auch aber auch immer negativ diskutiert wird, weil wir da in Bayern halt sehr auf München zentriert ist und man sich überlegen muss, wie kann man das anders noch aufstellen. Bevor ich jetzt vom Hundertsten ins Tausende komme, breche ich da, glaube ich, ab. Aber danke. Danke, Frau Oskar. Und danke auch für Ihren Input. Genau. Ja. Genau, Herr Professor Kramer, Sie hatten schon Ihre Meinung dazu gesagt, deswegen hätte ich diese Frage auch an dich weitergeleitet. Gut. Ja. Genau. Aber möchten Sie noch die Rankings? Ich denke, Rankings, it is what it is. Ja, ich glaube, man kann sie nicht ignorieren und man muss sie auch. Es ist einfach, dann sie wegzutun und sagen, das stimmt jetzt nicht für uns. Aber tatsächlich schauen eben internationale Studentinnen und Studenten sehr genau auf, wie die Rankings sind. Und deshalb, wir müssen da mitmachen. Aber ich denke, man kann auch das Positive daraus ziehen. Es dient ja auch dazu, auch diese Sustainable Rankings dienen ja auch dazu, um Stärken zu finden, Schwachheiten zu finden, um zu diskutieren. Ja, was ist der Wert? Wo müssen wir uns ändern? Wie können wir uns verbessern? Mit anderen Worten, sie spielen eine positive Rolle, wenn man sie so auch versucht zu verstehen. Mhm. Und das ist, glaube ich, wo man das auch sehen sollte. Es ist ja ein Vergleich. Der Vergleich ist nicht perfekt, wenn man sich, wenn es einem selber wichtig ist, sich zu verbessern, die Schwachstellen zu finden, diese zu stärken, Schwachheiten zu stärken oder auch spezielle Wahlen zu treffen, wo wollen wir uns stärken, dazu dienen gerade diese Rankings. Und ich glaube, so kann man sie ja auch nehmen. Wir versuchen uns einfach dauernd zu verbessern, indem wir Änderungen einführen. Da kommen wir wieder auf die Hochschulreform zurück. Wenn wir die Freiheiten haben, diese Änderungen einzuführen, dann können wir es auch tun. Wenn wir sie nicht haben, dann sind wir blockiert. Deshalb sind wir auch da sehr pro Hochschulreform, sodass uns Freiraum geschaffen wird. Sie sehen hauptsächlich auch diese Signalfunktion, die Rankings. Das heißt, genau. Ja, es ist vergleichend und es kann ja einem guten Zweck dienen, wenn man es so auch aufnimmt.
Ich glaube, deshalb sollte man es auch so tun. Ja, das ist ja. Rankings sind ja auch ein sehr, sehr mächtiges Tool, um internationalen Wettbewerb voranzutreiben. Richtig, genau. Richtig. Ja. Und deshalb die neuen Rankings sind so interessant, weil sie motivieren können, auf Neues zu zielen, ja, was vielleicht für die Zukunft wichtig ist. Deshalb finde ich auch diese neuen Rankings spannend. Sie motivieren etwas weg von dem klassischen, sagen wir mal, tief enger, vielleicht in etwas breiteres, was auch mehr der Gesellschaft dienen kann. Mhm. Es gibt ja durchaus auch viele Möglichkeiten der Kooperation, nicht nur auf internationaler Ebene, sondern auch zwischen verschiedenen Forschungsfeldern. Ich will hier auf die sogenannte interdisziplinäre Forschung hinaus. Es geht ja im Endeffekt darum, verschiedene Forschungsfelder miteinander zu verknüpfen und auf so einer Art Schnittstelle zu forschen. Frau Özgian, wozu dient denn interdisziplinäre Forschung primär? Also es ist, wenn es darum geht, also zu was dient Forschung, dann ist natürlich also Forschung erstmal also neugiergetriebener Erkenntnisgewinn, aber es dient ja auch zum Beispiel, um also gesellschaftliche Fragestellungen aufzugreifen oder eben auch in die Gesellschaft zurückzuspiegeln oder eben auch zu überlegen, wie kann man irgendwie uns zukunftsfest aufstellen oder auch Krisen bewältigen. Und also ich finde, dass also gerade die Corona-Krise also sehr eindrucksvoll gezeigt hat, zum einen, was Wissenschaft leisten kann, auch für die Politik, also wissenschaftsgeleitete Politik ist das, was wir zurzeit alle versuchen, mehr oder weniger mit Erfolg, um hier durchzukommen. Und da zeigt sich auch ganz deutlich, also dass gerade die Vernetzung von Disziplinen unheimlich wichtig ist, weil man kommt zum Beispiel angesichts der Corona-Pandemie jetzt nicht allein mit epidemiologischen Lösungen weiter, sondern man muss sich überlegen, was sind psychosoziale Auswirkungen, was kann die Wirtschaftswissenschaft beitragen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema, gerade wenn es auch darum geht, also wie kann man gerade technische Studiengänge künftig aufstellen, breiter aufstellen. Ein Versuch ist jetzt, was zum Beispiel mit der neuen Technischen Universität Nürnberg geschehen soll, dass da auch von Anfang an Sozial- und Geisteswissenschaften mit einbezogen werden, um ein Thema also aufzugreifen, was ich total spannend finde, weil Sie es ja auch in der Jungen Akademie behandeln, ist Akzeptanz. Wie kann ich Akzeptanz schaffen für technische Entwicklungen? Und das ist unglaublich breit aufgestellt. Man beginnt jetzt, finde ich, erst langsam gezielt in diese Richtung zu arbeiten. Ein politisches Beispiel, was mich eher etwas unglücklich macht, ist zum Beispiel die Stromleitungsdiskussion, die man momentan hat, wo es starke Widerstände dagegen gibt, die in weiten Teilen irrational sind, glaube ich. Aber es zeigt eben auch, es gibt viel mehr Aspekte, die man da an der Stelle beleuchten muss. Und nochmal ein Rückgriff auf Corona ist, also wir hatten ja zum Beispiel im letzten Jahr die Diskussion um Schulschließungen und da gab es eine Empfehlung von der Leopoldina, wo relativ schnell dann Kritik dran aufkam, dass das Thema Virologie sehr präsent war, aber die frühkindliche Bildung zu wenig also in den Blick genommen wurde und dass man das dann doch mal nochmal anders bewerten musste. Und der zweite Aspekt war in der Leopoldina, die Gruppe saßen nur 2 Frauen und 27 Männer und da hat sich auch gezeigt, dass Diversität halt in solchen Dingen ein Faktor sein kann, um Dinge anders zu bewerten. Und deswegen glaube ich, ist es unglaublich wichtig, interdisziplinärer auszubilden, aber auch zu forschen. Ich sehe aber auch gerade den Gegentrend und das muss man ganz deutlich auch sagen, dass wir gerade in Deutschland immer mehr hochspezialisierte Studiengänge haben. Ich glaube, mittlerweile haben wir 20.000 verschiedene Angebote, die halt so sehr auf Employability aus sind, wo ich mich aber frage, ist das der Weg? Und ich finde es sehr spannend, ob diese Trends irgendwann nochmal zusammengehen. Genau, und diese verschiedenen Trends könnten ja auch so eine Art Innovationstreiber sein. Das wäre ja die nächste Frage an Herrn Professor Kramer. Können dann die interdisziplinäre Forschung eine Art Innovationstreiber sein, wie gesagt? Ich denke, sie waren es immer. Ich denke, da haben wir auch wieder einen großen Vorteil an einer technischen Universität München, weil wir auch sehr praxisbezogen sind. Sobald Probleme praktisch werden, kommen automatisch viele Disziplinen zusammen. Es geht auch nicht anders, weil die Praxis einfach komplex ist. Es hat so viele Faktoren, auch wenn man nur ein technisches Problem ansieht. Wenn Sie, sagen wir mal, ein elektronisches Gerät bauen wollen, dann müssen Sie vieles können. Die Elektronik, die Gehäuse, die Strom, Power, also die Energiespeisung, aber dann auch, wie die Signale sind, wie man die bearbeitet. Und das ist nur für ein technisches Problem, nicht mal ein soziales Problem. Ein Problem, wo es so viele unterschiedliche Meinungen hat und wo es auch
kein klares, wo nicht klar ist, was ist genau das Richtige in den meisten Fällen, wo man das zuerst suchen muss. Innovation ist durch Praxis getrieben. Praxis braucht Interdisziplinarität auch von Anfang an. Das sieht man ja auch an auch erfolgreichen kleinen Firmen, die haben meistens ein Gemisch von Personen. Das, also alles, all die Worte, die wir jetzt gebrauchen, ja, Innovation, Interdisziplinarität, Diversität, das ist alles ineinander geflochten, weil es, sobald es mit der Praxis zu tun hat. Ja? Also Praxis ist automatisch interdisziplinär. Praxis braucht Diversität, um wirklich erfolgreich zu sein und auch auf einer internationalen Ebene Bestand zu halten. Das gehört irgendwie alles zusammen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich genau die Frage beantwortet habe oder nicht. Auf jeden Fall. Vor allem, dass halt, wenn sehr verschiedene Disziplinen kommen, sie auch ihre Lösungsstrategien mit in das Problem reinbringen. Das heißt nicht, dass die speziellen Kurse nicht wichtig sind. Wir brauchen die, das Curiosity-Driven Research haben Sie ja auch genannt, und das finde ich auch sehr wichtig. Eine Universität und eine große Universität hat den großen Vorteil, dass sie sowohl als auch machen kann in sehr vielen Fällen. Aber es stimmt, wir müssen vorsichtig sein, dass es nicht ausufert, dass es nicht in einen Weg geht, wo nur das eine gemacht wird. Und wahrscheinlich in der Vergangenheit war schon ein zu starker Fokus auf nur die Technik und nicht der Mensch. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir hier in der Universität auch wahrgenommen haben und versuchen gegenzuwirken. Es hat ja jetzt dann eine neue School of Social Sciences and Technology wird jetzt gegründet, wo die Education, was ja auch sehr speziell ist, eine Education-Fakultät für eine technische Universität in Deutschland, und dann ein Governance School, war auch ganz natürlich sehr speziell durch die Geschichte, die wir haben, und auch ein Munich Center for Technology and Society, welches jetzt zusammengetan wird in eine School. Diese wird auch sehr gestärkt, da werden viele neue Professoren und Professorinnen angestellt. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Die Kulturen sind schon deutlich anders, die Fachkulturen. Und da die Schnittstellen zu finden und richtig aufzubauen, wird schon Zeit brauchen und Energie. Definitiv, da schließe ich mich an. Ja, ich mich auch. Aber man könnte ja jetzt sagen, ohne Wissenschaftsnachwuchs gibt es ja keine Innovation und keine Forschung. Also wir müssen ja auch so ein bisschen Fokus darauf legen. Da wir beide als Moderatoren und auch viele unserer Zuschauer zu diesem Wissenschaftsnachwuchs gehören, möchten wir uns auch kurz damit auseinandersetzen. Welche politischen Maßnahmen gibt es denn, um jungen Wissenschaftlern den Einstieg in die Forschung zu erleichtern? Ja, das ist ein spannendes Thema, das uns auch schon länger bewegt im Bayerischen Landtag und auch an verschiedenen anderen Ebenen, zu sagen, wie können wir den sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, ich finde es ein bisschen unglücklich, weil es geht um gestandene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich, wie können wir denen also verlässlichere Karriereperspektiven bieten? Und da gibt es verschiedene Modelle, die gerade diskutiert werden. Das eine ist Tenure Track, also zu stärken, um sozusagen also planbare Wege in die Professur aufzuzeigen. Das andere ist aber auch, und das ist ein Punkt, wo ich finde, dass man lange Zeit leider ziemlich vernachlässigt hat, ist das Thema Lebenszeitstellen außerhalb der Professur aufzubauen. Also da ist jetzt viel von Lecturer-Modellen die Rede, wo man auch jetzt überlegt, ob das nicht was ist, was wichtig ist. Früher gab es da aber auch schon mal die sogenannten akademischen Räte, die mehr und mehr abgebaut wurden. Das heißt, es gab mal so einen Trend, also um sozusagen da also mehr also die Qualifikation in den Vordergrund zu stellen, als tatsächlich auch die Lehre. Und das ist jetzt etwas, was wieder diskutiert wird, ob man da nicht draufsatteln muss. Auch getrieben davon, also dass man sagen muss, dass die Befristungsquote gerade bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unter 35 ja also bei weit über 90% ist hier. Und da muss man sagen, wenn man da jetzt zum Beispiel nach USA oder Großbritannien schaut, da sieht es da ganz anders aus. Und ich bin überzeugt, dass das für uns auch ein Wettbewerbsnachteil ist an der Stelle. Und da müssen wir dringend schauen, dass wir Dauerstellen schaffen. Ja, Herr Professor Kramer, wie gehen denn junge WissenschaftlerInnen mit diesen befristeten Stellen in der Regel um?
Ja, also es hängt davon ab, auf welcher Ebene wir jetzt sprechen. Ich glaube, in der Vorbereitung hatten Sie über Doktoranden und Postdocs gesprochen. Mhm. Für mich sind das eher noch Qualifizierungsphasen. Das sind nicht Phasen, wo man jetzt über Verstetigung eigentlich nicht reden sollte, genauso wie wir nicht über Verstetigung von einem Bachelorstudenten oder einer Masterstudentin reden würden, weil es noch Qualifizierungsstellen ist. Ich denke, was Nachwuchs angeht, Tenure Track, bin ich ein großer Fan davon. Ich glaube, das ist toll. Ich denke, es braucht auch allgemein mehr Professorinnenstellen auf verschiedenen Ebenen. Deshalb haben wir auch das Tenure Track System eingeführt. Dadurch gewinnt unsere Universität an Diversität. Ja, also im Tenure Track Bereich sind 40% der Personen, welche werden als Professorinnen angestellt. Sie haben, denke ich, in der Vorbereitung erwähnt, 33% ist irgendeine Zahl. Durchschnitt in Deutschland. Also wenn sich das weiter hält, sehe ich den Trend sehr positiv, weil natürlich, und ich sehe das auch in der Elektrotechnik an sehr vielen sehr konkreten Beispielen, also die jungen Frauen, ich meine, die sind dann super, weil sie ja auch gewisse Wege gehen mussten, kamen dann nach Deutschland zurück, bekommen dann Tenure und plötzlich wächst die Gruppe und es wird mehr Frauen, mehr junge Frauen, die dann so wie sie sind und dann studieren, sind motiviert. Ah, ich kann jetzt doch eine technische Karriere machen. Also diese Role Model Rolle, gerade diese Role Models spielen da eine enorm wichtige Rolle, gleiche Worte zu gebrauchen, um auch Selbstsicherheit für junge Frauen zu geben. Auch die Internationalisierung spielt eine sehr wichtige Rolle, was die Diversität im Gender-Bereich angeht, weil auch in anderen Ländern studieren viel mehr Frauen, interessanterweise auch zum Beispiel in einem Land wie Iran oder China, deutlich mehr frauentechnische Themen wie hier. Und dadurch erhöhen sich die Zahlen, also zumindest in meinem Bereich ist es vielleicht, es hängt vielleicht von Bereich zu Bereich ab. Aber dadurch erhöht sich auch der Prozent der Frauen, die Studentinnen sind im Masterbereich und dann entwickelt sich das, denke ich, von alleine. Aber wir müssen natürlich immer, wir suchen auch da immer dran zu bleiben an dieser Entwicklung. Durch auch die Tenure Track Professorinnen, Professoren, wird die Universität automatisch etwas jünger, weil es ja die Professorenschaft jetzt nicht mehr nur durch große Lehrstühle dominiert wird, was ja auch die Notwendigkeit von diesen Mittelbaustellen überhaupt zuerst verursacht hat, sodass es auch eine diversere Gruppe von Professorinnen und Professoren an der Universität hat. Und durch dieses Wachstum werden auch unsere Rankings besser, weil wir dann auch mehr Professorinnen pro Student und Studentin haben. Ich meine, wir sind jetzt sehr stark gewachsen, die TU München. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut, wie gut auch der Anklang international war. Aber dadurch ist die Anzahl der Professoren ist deutlich weniger gewachsen als der Anzahl Studenten. Und dann die Imbalance wurde eigentlich noch größer anstatt weniger groß. Hier ist ein Ort, denke ich, wo man langfristige, entfristete Karrierewege vermehrt auch ausbauen kann, gerade an solchen Tenure-Track-Stellen. Das gibt auch eine Balance, was auch die Finanzierung angeht, weil natürlich je nachdem, in welcher Stufe man ist in der Karriere, braucht man mehr Mittel und so weiter. Ja. Es hat mehr Spielraum auch. Ja, und Herr Professor Kramer, Sie meinten auch, dass man damit auch junge NachwuchswissenschaftlerInnen nach Deutschland gewinnen kann. Was zeichnet denn Deutschland als Forschungsstandort aus? Also was, in anderen Worten, warum Deutschland oder Bayern? Ja, ist eine gute Frage. Also wenn man vergleicht, karrierenmäßig kann ich, wenn ich nach USA gehe, deutlich mehr verdienen vom Geld, aber
Man zahlt einen Preis dafür, nämlich gerade diese Strukturen, dass die Preise für die individuellen Studenten, Studentinnen auf Höhenordnungen sausen, die so astronomisch ist, dass es irgendwie ist die Balance nicht mehr da. Ja, auch im sozialen Geflecht ist mein Eindruck. Also das heißt, man verschiebt das Geld dann in ein Gehalt anstatt in Unterstützung von dem Forschungsumfeld. Das ist ein Vorteil, denke ich, den der deutsche die deutsche Universitätslandschaft und auch Wissenschaftslandschaft hat. Es ist mehr ausgeprägt auf Unterstützung von einer Breite von Menschen und nicht nur jetzt individuellen Superstars, die dann ihre, was weiß ich, 300.000, 400.000 Dollar im Jahr und manchmal ist es sogar mehr, wenn sie an die Spitzenuniversitäten kommen. Das ist natürlich eine Wahl. Die Personen, die man dann anzieht, um hierher zu kommen, und das war auch in meinem Fall so, man muss diese Wahl konsequent machen. Ja, man wählt ein System oder das andere. Aber ich denke, es hat sehr viele Personen, vor allem wenn man im Forschungsbereich ist, ist es auch gut, wenn man einen gewissen Idealismus hat. Und es hat genügend Personen, die auch so ein Umfeld lieber haben, denke ich, als das andere. Aber man muss die Wahl treffen. Es hat Vor- und Nachteile und es ist ja keine Frage, dass USA ein tolles Forschungslandschaft sein kann, wenn die richtige politische Leitung auch in dem Land ist. Ja, das stimmt. Ja. Würden wir das? Ich würde vorschlagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sollten wir vielleicht das Thema Gleichberechtigung vorziehen. Was meinst du? Denke ich auch. Okay. Ja, es ist schon so, glaube ich, soweit. Genau. Wir hatten ja über den Wissenschaftsnachwuchs gesprochen. Ja. Und dieser ist ja sehr divers, von der Herkunft her, vom Geschlecht und vielen anderen Merkmalen. Herr Anatom war auch, wie in der Vorbereitung gestanden hat, dass halt die Frauenquote bei 33% liegt. In einigen bestimmten Disziplinen ist sie viel geringer. Das ist richtig. Ja, Herr Professor Kramer, warum ist das so? Wie schätzen Sie das ein? Das hat sehr stark mit zwei Sachen zu tun. Jetzt als erster Gedanke natürlich die sehr spezielle, vielleicht auch drei Sachen, sehr spezielle Fachkultur. Auch die Kultur allgemein, sagen wir mal, wenn wir über Gender Diversity sprechen, was motiviert Mädchen für gewisse Themen in der Schule? Und auch die Lehrer und Lehrerinnen, wie motivieren sie diese? Es hat auch mit einem der lokalen Gruppen und Professoren manchmal zu tun, die an einer gewissen Fakultät oder School sind, inwieweit die die Sensibilität zu solchen Themen haben. Und ich denke, wir sprechen jetzt hauptsächlich über Gender Diversity, ist mein Eindruck, nicht über die Internationalisierung. Das ist sehr individuell. Ja, ich meine, Ihre Frage hat sich mehr auf eine Erklärung bezogen. Ich denke, was diese Erklärung braucht man natürlich, um in diesen speziellen Fällen zu verstehen, wie man es verbessern kann. Aber ich denke, es hat breite Wege, wie man das verbessern kann. Also nicht nur einen Blick auf den Status quo und die Vergangenheit, sondern wir wollen ja auch schauen, wie können wir das verbessern. Und da haben wir gewisse Wege auch jetzt schon etwas diskutiert, was da möglich sein könnte. Ja, und gibt es schon Universitäten, die das können, also die das verbessert haben, wo eine Gleichberechtigung halt erzielt wurde oder so eine Gleichverteilung? In gewissen Fachbereichen, an gewissen Universitäten sicher. Es hat auch Fächer, die früher keine Frauen hatten, nehmen wir mal so Rechtswissenschaften, zumindest das, was ich bin nicht in dem Gebiet, kenne auch die Details nicht, aber ich habe mal, was ich gelesen habe, dass es in den 60er Jahren, denke ich, waren sehr wenige Frauen in dem Bereich und zwischenzeit hat sich das komplett geändert. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht. Medizin ist so ein klassisches Beispiel, wo auch an der TU München es hauptsächlich Männer sind, die Professoren sind, obwohl es ein sehr hohes Prozent von Studentinnen hat. Das ist auch eine Fakultät und wird eine School sein, die auch noch diesen Wandel durchlaufen muss.
Und wird. Und wird. Das bin ich überzeugt. Die Frage ist, wie lange es geht. Es ist immer, man muss die richtige Balancen finden. Muss man immer, glaube ich. Ja. Frau Oskian, Sie sind ja beim Thema Gleichberechtigung auch sehr, sehr weit vorne mit Ihrem politischen Hintergrund. Welche Anreize können denn Ihrer Meinung nach für junge Frauen gesetzt werden, um diese Situation an den Hochschulen vielleicht zu verändern? Also zunächst mal glaube ich, und da sind wir uns einig, also wir haben ein Problem gerade mit technischen Fächern, das haben wir speziell in Deutschland. Man muss im Prinzip bei den Schulen ansetzen und da schon sehr früh, um Mädchen für MINT-Fächer zu begeistern. Ich hatte mal also Kurse mit 15-, 16-Jährigen, wo es darum ging, die für Informatik zu begeistern. Und da haben wir festgestellt, oh, eigentlich hätte man in der Grundschule anfangen müssen. Also da gibt es schon also so genderspezifische Berufswahlschemata, die in den Köpfen relativ früh eingeprägt sind. Das ist das eine. Das andere ist aber einmal, wie kann ich junge Frauen fördern, wenn sie mal so weit sind, sich tatsächlich für ein Studium interessieren. Und da haben wir in den verschiedenen Fächern halt große Diskrepanzen noch. Also Medizin ist ein schönes Beispiel. Manche haben sogar schon die Forderung, ob man da nicht mehr junge Männer wieder so fördern soll durch Quoten, was ich auch ein bisschen abwegig finde, aber egal. Andererseits sehen wir schon auch, dass wir mittlerweile an bayerischen Hochschulen 50% weibliche Absolventinnen haben. Auch bei den Doktorandinnen sieht es über alle Fächer hinweg dann noch ähnlich aus, aber wir haben dann einen strukturellen Abbruch hin zur Habilitation und dann noch mehr zu den Professorinnen. Man sagt also Doktorandinnen, Doktoranden 50-50, dann haben wir in Bayern eine Quote an Professorinnen, wo wir knapp über die 20% jetzt krebsen, und das ist auch im deutschlandweiten und internationalen Vergleich zu wenig. Und da muss man uns überlegen, wo kommt da der Abbruch an der Stelle? Und das hat, glaube ich, also zum einen strukturelle Gründe, wo es darum ging, dass diese Qualifikationsphase natürlich jetzt auch sozusagen die Rush-Hour des Lebens ist und wir auch gemerkt haben, dass Frauen immer noch da sehr geprägt sind, dass sie in der Familiengründungsphase vermehrt zuständig sind für Care-Aufgaben, was hindert am Publizieren, was auch also absolut bei den befristeten Verträgen oft ein Problem ist, dass dann Frauen oft das Hintertreffen hat und dann irgendwann ist es soweit, dass an der einen oder anderen Stelle das dann nicht mehr reicht oder dass sie aussteigen, noch bevor sie überhaupt also an der Stelle einer Berufung kommen. Das andere ist aber auch, glaube ich, wir haben so Strukturen, und Sie haben so ein bisschen anklingen lassen, also die da auch noch so sind, dass oft auch nach dem Ähnlichkeitsprinzip gearbeitet wird. Auch wer andere in der Rolle sieht, da geht es um Besetzung von Berufungskommissionen, auch was sieht man als Qualifikationen an, wo es oft auch fehlt, da noch verbindliche Leitfäden aufzustellen, wie man eben also da eine moderne Berufungspolitik macht. Und da gibt es ganz viele Punkte, wo man Anreize setzen kann, auch durch Maßnahmen wie Professorinnenprogramm, was ich sehr gut finde. Auch Tenure-Track ist ein gutes Instrument. Ich persönlich glaube aber, dass wir mit Anreizen allein nicht weiterkommen, denn das versuchen wir politisch schon relativ lange. Und dass es darum geht, dass wir tatsächlich auch mit Zielquoten arbeiten. Und da ist ein Thema, das wir gerade forcieren, Kaskadensystem. Das heißt, man hat so eine Zielquote an Berufungen oder an anderen Qualifikationsebenen, die sich an der nächstniedrigeren Qualifikationsebene in dem Fach orientiert. Das heißt, wie viele gäbe es eigentlich, die theoretisch irgendwann mal also in die nächsthöhere Qualifikationsebene kommen können? Und das tut auch das Problem beseitigen, dass manche sagen, naja, wie soll ich es schaffen, dass ich meinetwegen in Maschinenwesen sehr viele Frauen berufe, wenn das kaum Frauen studieren. Man orientiert sich halt einfach dran, was sozusagen da ist. Und was mich sehr freut, also bis vor einigen Jahren war Quoten noch irgendwie also ein Buhwort in weiten Teilen der Politik, also dass das jetzt auch in Bezug auf die Hochschulreform sogar also vom CSU-geführten Ministerium jetzt das Kaskadenmodell angenommen wird. Und ich hoffe, dass wenn das kommt, dass das strukturell also wirklich bessere Voraussetzungen auch schafft, für Frauen auch tatsächlich dann in verantwortliche Positionen aufzusteigen. Ja, vielen Dank. Da wir keine Fragen haben, würden wir gerne den Kreis zum Anfang mit Ihnen schließen und noch mal kurz auf Innovation eingehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns kurz jeweils so in 2 bis 3 Sätzen kurz umreißen könnten, wie für Sie die Universität der Zukunft aussehen könnte. Stellen Sie sich vor, wir sind im Jahr 2040. Was hat sich verändert in Bezug auf Selbstverwaltung, unternehmerische Ausrichtung, aber auch Forschung beispielsweise? Herr Professor Kramer, möchten Sie bitte anfangen? Well, ich stelle sie mir so vor, in die Richtung, die TUM geht.
mehr Flexibilität für Nachwuchswissenschaftlerinnen, vor allem, dass sich die Zahlen erhöhen. Dass aber vor allem die TU München einen wirklich Spitzenruf hat in den Themen, die jetzt in den nächsten Jahren wichtig werden. Dass wir, das Ziel ist wirklich im Forschungsbereich in Europa eine führende Rolle zu haben, im Entrepreneurial-Bereich eine führende Rolle. Ich denke, das ist eine totale positive Entwicklung, dass wir in der ganzen Breite uns dauernd verbessern. Und auch in 2040 werden wir sicher manche Verbesserungsnotwendigkeiten haben und dass wir auch die Menschen hier gewinnen können, die auch ein Herz für die Menschen haben und auch für eine Verbesserung von dem Ort, wo sie gerade sind. Ja, vielen Dank, Frau Ostjan. Sie dürfen gerne das Schlusswort der Fragen nun. Ja, also die Universität der Zukunft, das ist natürlich spannend, wenn wir jetzt uns ein Wünschtier was machen könnten. Dann würde ich mir natürlich wünschen, dass also wirklich gute Infrastruktur für Wissen geschaffen wird, gute Bauten, also gute Forschungsumgebungen, also gute Wohnbedingungen auch für Studierende und Lehrende. Also Wohnheime sind da auch so ein Thema, wo wir auch immer wieder also sagen, da muss mehr getan werden, um da also Möglichkeiten zu schaffen. Ich würde mir auch wünschen, also dass tatsächlich das Thema Lehre ganz stark im Fokus ist und bleibt. Denn was wir gut können, ist, denke ich, gerade in Bayern, wir haben in der Breite wirklich eine gute Ausbildung. Und das möchte ich nicht nur erhalten, sondern auch noch stärken, mit guten Betreuungsschlüsseln und vor allem auch, also dass wir uns tatsächlich auch an Themen orientieren wie Bildung für nachhaltige Entwicklung und das dann auch in die Lehre mit verstärkt einfließen zu lassen, weil ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit bewegt ganz viele Hochschulen. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, darin zu arbeiten und da braucht es aus meiner Sicht neben Drittmitteln vor allem eine Stärkung der Grundfinanzierung, was mir ganz wichtig ist an der Stelle, dass wir da aufsatteln, nicht nur mehr in Programmen denken und ich glaube, dann sind Hochschulen auch Ideenlabore für die Zukunft, die eben auch die Strahlkraft in die Gesellschaft rein entwickeln, Forschung, Lehre und die sogenannte dritte Mission und das wenn wir schaffen, dann glaube ich, dann ist unser Standort Bayern gesichert und auch das Thema Wissenschaftsfreiheit, wo wir jetzt schon sehr gut ist, können wir dann ganz nach vorne stellen. Ja, super, vielen Dank. Genau, und wir haben auch einige Fragen von unseren Zuschauern bekommen, tatsächlich. Und zwar geht es um Postdoc-Karriereoptionen nach dem Hochschulinnovationsgesetz. Im Sinne von, ob da jetzt neue Postdoc-Stellen geschaffen werden. Ich glaube, das haben wir so leicht umrissen, schon in dem Gespräch. Also so was ich kenne, zielt es hauptsächlich auf Professuren aus, also jetzt weniger als auf, sagen wir mal, die Mitarbeiterstellen. Aber natürlich kommen dadurch mehr Möglichkeiten für Postdocs. Aber Sie fragen ja jetzt eher, was nach dem Postdoc-Phase kommt, oder? Ob dann durch die neuen Mittel, durch das Innovationsgesetz, jetzt wahrscheinlich mehr Postdoc-Stellen entstehen? Ich denke, das hat keinen großen Fokus auf dem Thema an und für sich. Ich glaube, das kommt von den Professoren und Professorinnenstellen. Wenn 1000 neue Stellen kreiert werden, dann werden auch eine gewisse Anzahl mehr Postdocs von alleine sich daraus entwickeln. Aber ich denke, soviel ich weiß, war es jetzt nicht ein Fokus von der Hochschulreform, jetzt das, was Postdocs speziell anging. Uns hatten einige auch gefragt, ob jetzt da eine unternehmerische Ausrichtung in den Universitäten kommt, Ob das eine Gefahr ist. Ich denke, es ist, ich sehe es umgekehrt, ich sehe es mehr als eine Möglichkeit, ein Punkt, wo wir uns deutlich stärken können. Ich spreche natürlich auch von der Perspektive von einer TUM, welche wieder eine Stärke hat. Diese Entrepreneurial-Richtung ist ja wieder etwas, was eine Diversität von Lehre Gedankengut in eine Universität reinbringt. Es hat Menschen, die so etwas gut machen können. Und vorher war
die Gelegenheit nicht da, in einem universitären Bereich für solche Menschen erfolgreich zu werden. Durch diese Entrepreneurial-Lehre, viele junge Menschen sind ja sehr motiviert, sag mal, auch so zu denken, dass sie eine neue Firma gründen wollen, anstatt jetzt unbedingt in eine große bestehende gehen können. Das ist eine super Entwicklung für den Standort hier in München und ich denke auch in Deutschland. Also das sehe ich sehr, sehr positiv. Und ich denke, es ist auch sehr positiv für andere Universitäten, auch in Bayern. Der Bund fördert das ja auch sehr stark durch die Exist-Programme und auch weitere Programme. Und ich denke, da hat es auch ein großes Interesse, das weiter auszubauen. Das müssen wir auch tun. Das ist so die Schnittstelle von auch der akademischen Welt in die Praxis, wo wir einzelne Menschen die Möglichkeiten geben, erfolgreich zu werden auf Wegen, die vorher, wo diese Möglichkeiten nicht so da waren. Gut, vielen Dank. Genau, und wenn es nun keine weiteren Fragen von unseren Gästen und von unseren Zuschauern gibt, würden wir dieses Gespräch auch zum Ende bringen. Herr Professor Kramer und Frau Osgern, was fanden Sie besonders interessant an diesem Gespräch? Frau Osgern, bitte. Also was ich sehr spannend fand, war zum einen, ich glaube, man hat große Einigkeit insgesamt. Ja, das würde ich auch sagen. In welche Richtung es gehen kann. Ja. Wir haben, glaube ich, noch viele Themen, wo man sich in dem Fluss befindet, also wo auch erkannt ist, wie gehen wir um mit Gleichstellung und Diversität, was braucht es eigentlich, um innovativ zu sein. Da sind, glaube ich, die Wege auch sehr unterschiedlich. Ich merke zum Beispiel, also dass die TUM also sehr klar ist auch, wenn es darum geht, also wie kann ich Innovation fördern, aber ich sehe jetzt zum Beispiel aus meiner Perspektive, also dass es für andere Hochschulen teilweise auch ganz anders ausschaut, auch mit Ausrichtung auf unternehmerische Hochschulen, wo ich denke, das ist nochmal ein Thema, wo man nochmal separat diskutieren muss. Ich freue mich aber also über den Austausch und auch also über die Perspektive zu sagen, also wir sind eigentlich also mit unseren bayerischen Hochschulen, mit unseren Spitzenhochschulen wirklich gut unterwegs. Und man muss auch ein bisschen gelassener sein, wenn man sich im internationalen Vergleich selber sieht. Das denken wir auch, Professor Kramer. Wow, das Erste, an was ich dachte, ist, wie nahe man eigentlich, denke ich, die Themen sieht. Und ich bin auch sehr überzeugt, dass die Unterschiede auch hauptsächlich dem geschuldet sind, dass Sie haben sicher gewisse Themen viel mehr durchdacht, als ich sie durchdacht habe. Und vielleicht hat es auch einzelne Themen, die umgekehrt sind. Und gerade durch den Austausch, denke ich, findet man sich ja in den meisten Fällen, denke ich, schon näher. Vielleicht in Feinheiten hat man dann die Meinungsunterschiede. Aber das war für mich jetzt auch ein sehr positives Erlebnis. Danke für das Gespräch. Und Magdalena? Ja. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es ist gerade alles noch ein bisschen durcheinander, aber ich muss sagen, gerade die Ausblicke auf die Problematik mit befristeten Stellen und wie damit umgegangen wird, also dass klar erkannt wird, wir haben hier ein Problem und es wird an diesem Problem gearbeitet, finde ich gerade auch für meine oder vielleicht auch für unsere Zukunft es ist ein schöner Ausblick in die Zukunft. Das fand ich auch, aber ich fand die Sache mit der internationalen Kooperation sehr interessant, dass wenn wir neue Nachwuchsforscher hergewinnen, dass man dadurch auch politische Beziehungen schaffen kann und dass dadurch auch eine höhere internationale Kooperation deutschlandweit entsteht. Das fand ich ziemlich interessant. Genau, und ich möchte mich dann damit bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und bei unseren Gästen für das nette Gespräch. Vielen Dank. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns und unsere Fragen genommen haben. Aber ich möchte natürlich auch an unsere Zuschauer, unser Publikum ein kurzes Schlusswort richten. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder so viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen konnten. Und wir freuen uns natürlich außerdem schon sehr drauf, euch und Sie zu unserem nächsten Akademiegespräch im Juli wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, vielen Dank und einen schönen Abend.